Hallo meine Lieben und willkommen bei einer weiteren Runde South Park. Ja, wir müssen ja jetzt erstmal das Ding hier anfordern. Ich muss mal schauen, wo wir das machen, beziehungsweise wie. Müssen wir hier hoch wieder? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube nicht. Wir gehen mal wieder runter. Schauen jetzt erstmal, was es hier so gibt. Kann man hier echt noch was kaufen? Ist ja geil. Okay. Wir holen uns jetzt einfach mal was. Hey, warte. Hey, warte. Kaufen. Taco Supreme. Das holen wir uns. Und das holen wir uns. Jo, dann sind wir erstmal gut ausgestattet, wenn wieder gegen uns gekämpft wird. Ne, Baumstumm. So. Kann man hier irgendwas machen? Irgendwie ja nicht. Ich schau noch mal zur Sicherheit, dass wir hier gerade nichts auslassen. Also ich hoffe es ja mal. Aha, hier haben wir noch was vergessen gehabt. Hallo? Nee, da oben kommen wir ja nicht. Das bringt uns auch nichts. Okay. Dann gehen wir erstmal hier wieder rein. Die wollen deiner Mutter und mir DNA entnehmen. Du musst mich hier rausholen. Der Computer, der wartet auf eine DNA-Probe deiner Mom. Schnell, sie ist im Nebenzimmer. Verschaff dir Moms DNA und bring sie her. Beeil dich! Jetzt geht das wieder los. Okay. Gehen mal zu der Mutti. Mal gucken, was die zu sagen hat. Oh, auf einmal waren überall Sechsklässler. Sie haben mir die Beine gebrochen, Schatz. Mami kann nicht laufen. Dieser Arm. Du musst Hilfe holen. Hör zu, Schatz. Sie wollen deinem Vater den Kopf abschneiden, um an seine DNA zu kommen. Es tut mir leid, Schatz, aber du musst die Sache zu Ende bringen. Du kommst hier nur raus, wenn du deinen Daddy tötest. Toll. Das habe ich gehört. Was ist denn bei dir schief? Kann ich nicht einmal mit meinem Kind reden, ohne von dir angekackt zu werden? Oh, jetzt bist du wieder das Opfer, ha? Als ob du nicht alles auseinandernehmen würdest, was ich sage. Okay, Mister, ich hab immer recht. Schnell, Schatz, schneid Daddy den Kopf ab. Beeil dich. Toll, jetzt sollen wir den Kopf abschneiden hier. Wir reden einfach nochmal mit ihm. Was hat sie gesagt? Hat sie gesagt, dass wie immer alles meine Schuld ist? Ich wusste, dass sowas passiert. Deshalb habe ich deiner Mutter auch gesagt, dass sie ihre Fresse halten soll. Leute, Wichser! Nein! Halt's Maul! Ich habe gesagt, wenn jemand die Furzkräfte entdeckt, wird er versuchen, mit unserer DNA unsere... Hast du überhaupt nicht! Und du bist besoffen! Und okay, du bist besoffen! Der Computer braucht nur einen von uns beiden für die DNA-Probe. Zwingen Sie nicht dazu, sich zwischen uns zu entscheiden! Das ist unfair! Ich stecke in dem Scheiß... Röhrending fest. Die haben mir die Beine gebrochen und mir fast den Arm abgerissen. Ich verblute vielleicht, wenn ich mich jetzt bewege. Ah, perfekt. Hol dir Mamis Arm. Das sollte reichen. Okay. Autsch. Nein, bitte, Schatz. Ich habe schon so viel Blut verloren. Benutzen. Okay. Geh mal wieder zurück. Nein. Schatz, nein. Damit bedient man den Laser. Hör auf! Du bringst Daddy noch um! Lol. Müssen wir uns jetzt echt... bei den beiden... Ohne meinen Arm werde ich sterben. Bitte, töte Mami nicht. Schatz, Mami liebt dich. Ach du Scheiße. Was ist das denn jetzt für eine Entscheidung? Hey, hi. Hast du Mom umgebracht? Ich weiß, dass das schwer ist, aber du musst Mamis Arm abreißen, wenn du hier raus willst. Es hat sie ziemlich übel erwischt. Jemand so starkes wie du kann den Arm sicher einfach abziehen.
Was sollen wir jetzt machen, Leute? Okay, okay. Warte. Ist das wegen der Medizin und deinem Essen? Es war nur, um dich zu schützen. Dein Dad wusste von den Nebenwirkungen. Frag ihn. Frag dein Dad mal nach den Nebenwirkungen. Okay, was für Nebenwirkungen? Hallo? Bitte! Deine Mom hat dich manipuliert! Sie ist das Problem! Jetzt geht's los. Töte sie! Ich war doch immer ein guter Vater! Das ist deine letzte Chance! Drück nicht auf den letzten Knopf! Wieso kennt er sich damit so gut aus? Oh nein, Schatz! Das haben wir doch besprochen! Nein, Schatz! Du bringst mal... Oh, Gott sei Dank. Ich hab mir kurz Sorgen gemacht, Schatz. Okay, jetzt bring deinen Vater. Was sollen wir jetzt machen? Ich drück da jetzt einfach drauf, ey, Leute. Warte. Bevor du das ich hab tust, Angst. Bevor du das tust, frag deine Mutter, was sie dir die ganze Zeit in dein Essen tut. Vertrau mir, frag sie, das musst du wissen. Was denn? Nein, Schatz, das haben wir doch besprochen. Nein, Schatz! Du bringst mal... Oh Gott. Danke, Schatz. Muss mir jetzt sagen, was da drin war, Mann. Oh Gott sei Dank. Ich wusste, du würdest deinem Paps nichts antun. Okay, jetzt bring deine Mutter um. Was machen wir denn jetzt? Wir können doch hier keinen umbringen. Oh Gott, Leute. Ja, Leute, was wollen wir machen? Wen nehmen wir? Die Alkoholikerin oder der Drogensuchti? Was ist schlimmer? Ist eigentlich beides kacke.
Wir müssen uns jetzt für eins entscheiden anscheinend. Wir nehmen den Arm, komm. Wir nehmen einfach jetzt den Arm, ich habe keine Lust mehr hier. Oh nein, 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 Schatz, das haben wir doch besprochen. Nein, nein, Schatz, nein, du bringst Mami um. Oh Gott. Oh, da liegt der Arm. Wow. Du hast das Richtige getan, Schatz. Jetzt geh schnell Hilfe holen. Wie lahm wir jetzt auch sind. Benutzen. Organische DNA. Lol, was macht denn diese Maschine? Ja, und jetzt? Benutzen. Lol. Tschüss. Was? Das kann doch nicht deren Ernst jetzt sein. Das war's? Holt mich hier raus! Hilfe! Was hat er denn? Du bist der Nummer 4 Klässler! Hol mich raus! Du sollst mich hier rausholen, Penner! Die verpassen mir mehr Ärsche! Wenn ich dir was sage, machst du das auf! Was sollte das denn? Jetzt hab ich noch einen Arsch. Scheiße. Na gut, dann machen wir es halt nicht. Jetzt hat er noch einen Arsch. Okay. Jetzt hängt er da halt nur. Hä? Okay. Sehr gut. War doch gar nicht so schwer, oder? Wieso hat das so lange gedauert? Hast du Blödsinn gemacht? Okay, Freedom Pals. Wir müssen in die Stadt und allen erzählen, was Cartman vorhat. Oh, jetzt ist er böse, der... Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr seid so weit gekommen, um zu sterben, Kuhn and Friends. Freedom Pals! Kuhn and Friends. Freedom Pals! Kuhn and Friends, Kuhn and Friends, Kuhn and Friends. Vorsicht! Er hat so eine Art Superwaffe. Es ist vorbei, Fettarsch. Wir hängen dich sowas von hin. Ja, genau, Connor. Du krankes Stück. Halt die Klappe, Kuhn. Wir brauchen einander, kapiert? Ich sorge für Verbrechen und du bekämpfst es. Das Franchise braucht mich. Oh, scheiße, jetzt kapier ich's. Dann tauchte der Neue auf und wollte mir das Handwerk legen. Da musste ich mir also meinen eigenen Neuen bauen. Was hast du getan, Eric? Frage, wie besiegt man einen Kuhnfreund? Indem man aus seiner DNA einen genetisch veränderten Kuhnfreund erschafft. Ach du Scheiße. Oh Mann, das ist ja voll klischeehaft. Was meinst du, Kuhn? Du willst ernsthaft einen Superhelden mit einem Mutantenklon aus seiner DNA besiegen? Das passiert in jedem zweiten Superheldenfilm. Echt? Ja, weil es cool ist. Es ist nicht cool. Ja, doch, cool, denn das ist der ultimative Gegner. Ach, halt die Klappe. Wie auch immer, ich habe leider die DNA vom Wunderarsch nicht. Deshalb musste ich einen anderen Superhelden klonen. Welchen Superhelden? Ach du Scheiße. Ich bin wieder da. What's happening? Ich bin eine grauenhafte Genmutation. Keine Sorge, wir kriegen das wieder hin. Nein, die zelluläre Umstrukturierung hat mein Hirn beeinflusst. Und wenn ich euch nicht angreife, kriege ich Migräne. Macht euch bereit, Schwächlinge. Was? Was? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Leute. Was können wir denn gut machen? Wir nehmen dann mal Toolshed. Der ist gut, der ist gut. Können wir hier noch was ändern? Crafte. Was können wir denn am besten mal nehmen, Leute?
Hydrohilfe. Das würde ich nehmen. Dafür würde ich das aber auch ändern mit dem. Und das. Nehmen wir mal das. Versuchen jetzt einfach mal komplett neue Sachen. Was ist das denn? Gut, wir nehmen einfach mal komplett neue Sachen. Mal gucken, wie das funktioniert mit dem. Ja. Wir haben jetzt alles vorbereitet für den Kampf, aber ich würde sagen, wir machen den Kampf in der nächsten Runde. Auch wenn es jetzt sehr böse ist. Aber ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Falls ihr Bock auf den Kampf habt, dann schaut es euch gerne an. Also, bis dahin. Tschüss.